Ja, da geht es jetzt zum Bahnhof rauf und da sieht man eh, die machen alle beim Leitl das Skidepot. Ich werde es heute fahren, so schaut es aus. Und da unten riecht der Pulverbale gerade die Seilschaft her. Ein herrlicher Tag. Ja, da herum ist so kalt, da gibt es kein Corona. Wo sind die Babyelefanten? Die Sonne scheint auch. Da stirbt jeder Virus da herum. Bei uns ist überhaupt keine Gefahr. Geimpft, ich hab schon gehabt. Du hast eh einen Impfausweis auch schon mit, gell? Genau. Fürs Kiosk oben am Gipfel. So, da kommt der Pauli daher. Juhu! So, Pauli. Angriff! Im Leitl, Angriff! Angriff! Ah, das schaut super zum Fahren aus, Paul. Ja, wann am Testtag? Ja. Tom. Ja! Da ist er, der Pauli. Mal sag das, da kannst du von oben runterfahren, Pauli. Jetzt sind wir da am Glockner. Und du machst da jetzt eine wilde Befahrung, habe ich. Sehr steil, sehr ausgesetzt. Aber da kannst du gut fahren. Ja. Aufpassen müssen wir immer, gell, Franzl? Ja, so schaut es aus. Für die Verhältnisse ist es gut, gell? Geh gut, ein bisschen auffädeln, ja. Dann passt es, gell? Genau. Nicht wild fahren. Auf bedacht, genau. Stürzen, ja, Stürzen gibt es nicht. Genau. Also dann brauchst du die Ski nicht mitnehmen. Genau, Franzl. Ja. Ein fescher Bub im Kappel. Das ist ja Wahnsinn, heißt du. Da werden sich die Mädels gefreien. Ja, da kaufen wir auch ein Kappel. Da müssen wir kaufen. Jetzt sag ich nur noch gar was. Das ist ein Haarstopp. Wir sind da am Großglockner, am schönsten, höchsten Berg von Österreich. Das ist einfach jetzt mal wieder ein Traum, wo man da herum sein darf. Also da geht halt das Herz auf, oder? Ja! Für jeden Österreicher. So ist es. Ja. So ist es. Ja, ja, ja! Ja, eigentlich wollte ich oben reinfahren, hat man aber nicht gleich geschaut. Fehler endet da oben fatal. Und drum halt das. So. Und drum jetzt noch an das Glocknerleitl. Und dann fahren wir eh. Um und aus, sehr hervorragend. Trotzdem 3, 2, 1.
So, nächstes auch hier unten. Pauli kommt noch runter. Aber das war echt. Nein, es war keine schöne Abfahrt. Das war ein Kampf da durch die Felsen durch. Und alles ist so eine Stabspur, da kannst du nicht gescheit Skifahren aktuell. Drum, heute hört es aber am Bahnhof zum Flug hier. Juhu! Jetzt rein. Da ist der Marco. Der ist oben, kommt gleich runter. Ich habe einen richtig fetten Haarspul für einen Glocknerleitl erwischt. Echt? Ja. Kein einziger Pulverschwung. Die Einfahrt war schon voll haarschig. Glaube ich, ja. Ich glaube, dass da ein Pulver ist in der Einfahrt. Das hat eh so ausgesehen. Ja, echt. Dabei, es war Klick hier, Stresse. So, ein Flutschi ist speiübel. Kopfweh, Alter. Darum kriegst du jetzt einen viel Weltdrink, dann geht's dir besser, gell? Dann fliege ich zum Auto, oder? Genau so schaut's aus, den gönnen wir uns jetzt auch. Top. Schau ich aus wie ein Spasti eigentlich mit der Brille. Jesus! Jesus! Halt. Jesus loves pink! Pink up your life! Der Flo hat gefragt, ob er ausschaut wie ein Spasti. Bitte rein in die Kommentare, ist dieser Mann ein Spasti? Normalerweise bin ich immer gestylt on top. Jetzt ist mir aber alles wurscht eigentlich. In der nächsten Folge siehst du, wie Markus, Flo und ich zufällig Paul Sodermin mit seinen Gästen auf der Adlershöhe treffen und dann gemeinsam auf dem Gipfel steigen und auch gemeinsam abfahren. Wenn du einen Bergführer bei seiner Arbeit am Großglockner und ein paar weitere Ereignisse sehen willst, dann lasse ein kostenloses Kanal-Abo da. Danke wie immer fürs Dabeisein, euer Franz. Ja, das war ein Traum, gell? Lawine! Boah, wow, lecker Arsch! Lawine! Oh, weil überlegt, wenn man rechts vorbeifährt und dann kommt der Scheiß da oben. Ja, aber du bist genau im Einzugsgebiet, gell? Ja. Komm, ist die drüber eine Seite gescheiter. Ja, absolut. Und gut, jetzt hast du dich verloren da. Ja. Bist du deppert, Alter? Schau dir das an. Jesus! Alter! Das ist die Rinne, ist die Ja, da ist die ganze Rinne angegangen und jetzt haben wir Glück gehabt, dass wir noch aus Karls rausgekommen. Weil morgen heißt es wieder Hackeln. So schaut es nämlich aus.